Всем привет! С вами канал Deutsch Gut. И сегодня мы с вами изучим самые важные фразы немецкого языка. Немецкую часть будет читать носитель языка, русскую часть буду читать я. Погнали! Нет смысла жаловаться. Es ist zwecklos, sich zu beschweren. Es ist zwecklos, sich zu beschweren. Что значит это слово? Was bedeutet dieses Wort? Was bedeutet dieses Wort? Вас просят к телефону. Sie werden am Telefon verlangt. Sie werden am Telefon verlangt. Идите прямо через перекресток. Gehen Sie über die Kreuzung geradeaus. Gehen Sie über die Kreuzung geradeaus. Ты уверен? Совершенно? Bist du sicher? Völlig? Bist du sicher? Völlig. Она за сломом в карман не полезет. Sie ist nicht auf den Mund gefallen. Sie ist nicht auf den Mund gefallen. Самолет вылетел, приземлился в 10 часов. Das Flugzeug ist um 10 Uhr gestartet, gelandet. Das Flugzeug ist um 10 Uhr gestartet, gelandet. Вы должны подождать, пока дойдет ваша очередь. Sie müssen warten, bis Sie an der Reihe sind. Sie müssen warten, bis Sie an der Reihe sind. Повторите, пожалуйста. Я вас не понял. Wiederholen Sie es bitte noch einmal. Ich hab's nicht verstanden. Wiederholen Sie es bitte noch einmal. Ich hab's nicht verstanden. У тебя есть сигареты? Hast du Zigaretten? Hast du Zigaretten? Вы знаете, как его зовут? Wissen Sie, wie er heißt? Wissen Sie, wie er heißt? Мне не хотелось бы об этом говорить. Ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Извините за беспокойство. Verzeihen Sie die Störung? Verzeihen Sie die Störung? Зачем тебе это? Wozu brauchst du es? Wozu brauchst du es? Этот поезд никогда не отправляется вовремя. Dieser Zug fährt nie pünktlich ab. Dieser Zug fährt nie pünktlich ab. Будьте здоровы. Gesundheit. Gesundheit. Я хочу купить карманный словарь. Ich möchte ein Taschenwörterbuch kaufen. Ich möchte ein Taschenwörterbuch kaufen. Чувствуйте себя как дома. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Что ты ищешь? Was suchst du? Was suchst du? У меня спустило колесо. Ich habe eine Reifenpanne. Ich habe eine Reifenpanne. Есть письма для меня? Ist Post für mich da?
Ist Post für mich da? Все равно. Es ist gleichgültig. Es ist gleichgültig. Я зарабатываю как раз столько денег, чтобы прожить. Ich verdiene gerade genug Geld, um damit auszukommen. Ich verdiene gerade genug Geld, um damit auszukommen. Пора вставать. Es ist Zeit, aufzustehen. Es ist Zeit, aufzustehen. Что касается меня, то я согласен. Was mich anbelangt, ich bin einverstanden. Was mich anbelangt, ich bin einverstanden. Что сегодня вечером идет в России? Was läuft heute Abend in Russland? Was läuft heute Abend in Russland? Так не пойдет. So geht es nicht. So geht es nicht. Он мне иногда пишет. Er schreibt mir hin und wieder. Er schreibt mir hin und wieder. Мне сегодня не хочется идти куда-либо вечером. Ich habe keine Lust, heute Abend auszugehen. Ich habe keine Lust, heute Abend auszugehen. Передайте от меня привет вашей жене. Grüßen Sie Ihre Frau von mir. Grüßen Sie Ihre Frau von mir. Заходите, когда вам удобно. Besuchen Sie uns, wann immer Sie wollen. Besuchen Sie uns, wann immer Sie wollen. Нам пришлось отменить встречу. Wir müssen das Treffen absagen. Wir müssen das Treffen absagen. Когда уходит последний автобус? Wann geht der letzte Bus? Wann geht der letzte Bus? Давай будем на ты. Wollen wir uns duzen? Wollen wir uns duzen? Давайте возьмем фирменное блюдо. Lass uns die Spezialität des Hauses nehmen. Lass uns die Spezialität des Hauses nehmen. Ваше предложение было отклонено. Ihr Angebot wurde abgelehnt. Ihr Angebot wurde abgelehnt. Вы мне можете порекомендовать хорошую гостиницу? Können Sie ein gutes Hotel empfehlen? Können Sie ein gutes Hotel empfehlen? О чем ты думаешь? Ни о чем особенном. Worin denkst du? An nichts Besonderes. Worin denkst du? An nichts Besonderes. Мне самому хотелось бы знать. Ich wollte, ich wüsste es. Ich wollte, ich wüsste es. Я, к сожалению, забыл номер его телефона. Ich habe leider seine Nummer vergessen. Ich habe leider seine Nummer vergessen. У него ревматизм. Er hat Rheumatismus. Er hat Rheumatismus. Садитесь, выходите. Steigen Sie ein.
Steigen Sie aus. Steigen Sie ein. Steigen Sie aus. Добро пожаловать с приездом. Herzlich willkommen. Willkommen zu Hause. Herzlich willkommen. Willkommen zu Hause. Телефон занят. Die Leitung ist belegt. Die Leitung ist belegt. Я ни одного слова не понял из того, что он говорил. Ich habe nicht ein Wort von dem verstanden, was er sagt. Ich habe nicht ein Wort von dem verstanden, was er sagte. С вами был канал Deutsch Gut. Смотрите это видео почаще, и вы сможете научиться правильному произношению немецкого языка. Пока!